Ja, herzlich willkommen zu 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Heute wollen wir uns mit einem eher ungewöhnlichen Thema beschäftigen, und zwar mit Urteilsfehlern von Bewerberinnen und Bewerbern. Worum geht es? Im Personalauswahlprozess stehen sich zwei Parteien üblicherweise gegenüber. Auf der einen Seite Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitgebers und auf der anderen Seite Bewerberinnen und Bewerber. Die Aufgabe des Arbeitgebers ist es, im Auswahlprozess eine Bewertung der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber vorzunehmen. Das heißt, ich muss schauen, ob die Kompetenzen dieser Menschen hinreichend ausgeprägt sind, um die beruflichen Aufgaben, die möglicherweise vor ihnen liegen, gut bewältigen zu können. Und ich muss natürlich eine Auswahlentscheidung fällen. Ich muss bei jedem Einzelnen schauen, reicht es denn insgesamt? Kann ich mir diese Person vorstellen? Sollten wir sie einstellen? Und ich muss, wenn mehrere gut geeignete Personen im Bewerberpool sind, natürlich dann auch mich entscheiden, in welcher Rangreihenfolge ich den Bewerberinnen und Bewerbern ein Stellenangebot unterbreiten möchte. Aber auch auf Seiten der Bewerberinnen und Bewerber gibt es einen Prozess der Bewertung und der Auswahl. Ich muss als Bewerber mir Gedanken darüber machen, passt dieser Arbeitgeber zu mir? Sind das interessante Aufgaben? Erwarten die von mir Dinge, die ich auch gerne und gut erfüllen kann? Das heißt, ich nehme eine Bewertung des Arbeitgebers vor und ich nehme am Ende auch eine Auswahl vor, denn ich muss ja beispielsweise entscheiden, ob ich ein Stellenangebot annehme oder ob ich es nicht annehme. Wir haben uns schon häufig mit der ersten Perspektive beschäftigt, nämlich der Bewertung und der Auswahl durch den Arbeitgeber. Und wir haben gesehen, wenn man hier keine professionellen, standardisierten Methoden zum Einsatz bringt, dann ist dieser Prozess in ganz starkem Maße durch Urteilsfehler geprägt, beispielsweise durch den Halo-Effekt. Der Halo-Effekt besagt, dass eine einzelne Eigenschaft, ein einzelnes Merkmal eines Bewerbers die gesamte Person überstrahlt und ich dann gar nicht mehr differenziert diese Person wahrnehmen. Das wäre beispielsweise bei einer Behinderung der Fall. Wir wissen aus der Forschung, dass wenn Menschen behindert sind, dass sie in ganz vielen Eigenschaften negativer bewertet werden als gleichqualifizierte Personen, die nicht behindert sind. Wir haben uns mit dem Attraktivitätseffekt schon beschäftigt, der besagt, dass Menschen, die gut aussehen, von uns positiv verzerrt wahrgenommen werden. Das heißt, eine Bewerberin oder ein Bewerber, die besonders gut aussehen, werden in vielen Kompetenzbereichen positiver erlebt und auch mit größerer Wahrscheinlichkeit eingestellt als eine Person, die genauso qualifiziert ist, aber nicht so hübsch aussieht. Und wir haben uns mit dem Ähnlichkeitseffekt auch schon beschäftigt, der darin besteht, dass eine Person, die mir selbst ähnlich ist, von mir positiver bewertet wird. Also wenn ein Bewerber beispielsweise die gleichen Hobbys hat, denselben gesellschaftlichen Hintergrund hat, dasselbe Studium absolviert hat wie die Person, die ihn auswählt, dann hat sie einen Vorteil, sie wird positiver bewertet als eine Person, bei der das nicht der Fall ist. Und wir haben uns auch schon mit Stereotypen beschäftigt. Stereotype bestehen ja darin, dass ich glaube, dass alle Menschen, die zu einer bestimmten Gruppe gehören, also junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer, Menschen mit einem bestimmten Migrationshintergrund, dass die bestimmte Eigenschaften haben und gerade deshalb geeignet oder ungeeignet sein sollen. Womit wir uns noch nicht beschäftigt haben, sind entsprechende Urteilsfehler auf Seiten der Bewerberinnen und Bewerber. Es liegt ja nahe anzunehmen, dass auch diese Personen eine Fehleinschätzung des Arbeitgebers vornehmen, einfach weil sie Menschen sind. Ich habe Ihnen zwei Studien mitgebracht, die das untersuchen. In der ersten Studie haben wir uns vor einigen Jahren mit der Attraktivität von Interviewerinnen und Interviewern beschäftigt. Hier geht es also um das Aussehen. Es geht um die Frage, wie gut sieht jemand aus, der dieses Interview führt. Wir arbeiten in dieser Studie mit ungefähr 250 Personen, die sich aus der Bewerberperspektive ein Video anschauen. In diesem Video wird ein Einstellungsinterview dargestellt und ich sehe jetzt die Person, die das Interview führt. Diese Person ist entweder ein Mann oder eine Frau und diese Person ist entweder attraktiv oder sie ist weniger attraktiv. Meine Aufgabe ist es jetzt, diese Person bzw. den Arbeitgeber zu bewerten auf einer Reihe von unterschiedlichen Variablen, die Sie hier sehen. Ich soll beispielsweise die Professionalität des Interviewers einschätzen. Ich soll also sagen, ist diese Person qualifiziert, ein solches Interview mit mir durchzuführen? Ich soll die Sozialkompetenz des
Interviewers oder der Interviewerin einschätzen. Hier geht es also um die Frage, glaube ich, das ist eine Person, die gut mit anderen Menschen umgehen kann. Und ich soll insgesamt die Attraktivität dieses Arbeitgebers einschätzen. Das ist ja ein wichtiger Punkt für die Frage, nehme ich am Ende auch ein Stellenangebot an oder nicht. Hier sehen wir die Ergebnisse dieser ersten Studie. Wir haben unten abgebildet diese drei Variablen, die wahrgenommene Professionalität, die Sozialkompetenz des Interviewers und dann diese allgemeine Einschätzung der Arbeitgeberattraktivität. Das Ganze wird gemessen auf einer Skala von 1 bis 5. 1 ist eine niedrige und 5 eine sehr hohe Ausprägung. Verglichen werden jetzt immer diese beiden Bedingungen. Entweder ist die Person attraktiv, sieht also gut aus, oder die Person ist eher unattraktiv, die sieht durchschnittlich aus. Und wir sehen hier bei der Professionalität, die Attraktivität des Interviewers oder der Interviewerin hat offensichtlich einen Effekt. Wenn die Person gut aussieht, dann erlebe ich sie als professioneller. Ich glaube, dass die Person gut qualifiziert ist, ein solches Interview zu führen, obwohl sie ja genau dasselbe sagt, wie in der Untersuchungsbedingung, die eine Person darstellt, die weniger gut aussieht. Bei der Sozialkompetenz finden wir denselben Effekt. Wenn die Person gut aussieht, dann glaube ich, dass sie besser mit anderen Menschen umgehen kann, als wenn sie nicht so hübsch ist. Und zu guter Letzt finden wir das auch bei der Arbeitgeberattraktivität. Der Arbeitgeber insgesamt erscheint mir attraktiver, wenn die Person, die das Interview mit mir geführt hat, gut aussieht. Alle Effekte sind statistisch signifikant. Ein zweites Experiment durchgeführt, das einen anderen Aspekt noch einmal untersucht. Hier geht es um die Seniorität der Interviewerinnen und Interviewer. Das haben wir gemacht. Wir befragen knapp 120 Personen. Auch die sehen wieder ein Einstellungsinterview im Video aus der Perspektive des Bewerbers oder der Bewerberin. Und sie haben jetzt verschiedene Bedingungen, denen sie ausgesetzt sind. Die einen sehen einen Mann, die anderen sehen eine Frau, die einen sehen eine Person, die eher unerfahren ist und die anderen sehen eine Person, die eher erfahren ist. Diese zweite Variable ist das Senioritätsprinzip, das wir hier manipulieren. Das heißt, die Person, die das Interview führt, ist eher jünger, so Ende 20, oder sie ist eher etwas älter, Anfang 40. Und damit einhergehend hat die Person eben mehr oder weniger Berufserfahrung. Die junge Person hat wenig Berufserfahrung, die ältere Person hat viel Berufserfahrung. Und im Zentrum unserer Studie steht jetzt diese Frage, inwieweit wirkt sich die Seniorität, also die Erfahrung und das Alter, positiv oder negativ auf die Wahrnehmung der Interviewer und auf die Wahrnehmung des Arbeitgebers aus. Es müssen wieder mehrere Bewertungen vorgenommen werden, nachdem man dieses Video gesehen hat. Und zwar auf den folgenden Variablen. Zunächst einmal wieder wird die Professionalität und die Sozialkompetenz des Interviewers eingeschätzt. Wir haben diesmal noch eine weitere Variable hinzugenommen. Wir lassen die Strenge des Interviewers einschätzen, weil wir vermuten, dass vielleicht ältere Interviewer strenger rüberkommen als Personen, die jünger sind. Natürlich lassen wir wieder die Arbeitgeberattraktivität einschätzen und nachdem das alles geschehen ist, müssen noch weitere Bewertungen vorgenommen werden. Wir bitten unsere Probanden, dass sie die Kleidung der Person, die dargestellt wurde, einschätzen und zwar dahingehend, inwieweit man die Kleidung als adäquat erachtet für eine solche Interviewsituation. Wir bitten Sie, die Gepflegtheit des Interviewers oder der Interviewerin einzuschätzen. Auch hier geht es um die Frage, inwieweit hat die Person sich so zurechtgemacht, jetzt jenseits der Kleidung, dass es für ein Interview angemessen oder weniger angemessen ist. Und ganz zum Schluss wird auch noch die physische Attraktivität eingeschätzt. Ich muss jetzt als Proband also sagen, inwieweit ich die Person, die ich gesehen habe, als mehr oder weniger gut aussehend erlebe. Hier zunächst der erste Teil der Ergebnisse. Wir haben unten abgebildet die Professionalität, die Sozialkompetenz und die Strenge und dann wieder die Arbeitgeberattraktivität. Verglichen werden jetzt die Personen, die unerfahren sind, also eine junge Interviewerin oder ein junger Interviewer im Vergleich zu einem älteren Interviewer oder einer älteren Interviewerin.
Wir sehen bei der Professionalität einen signifikanten Effekt, vergleichbar zu dem, was wir auch in der ersten Studie gesehen haben. Personen, die älter sind, die mehr Erfahrung haben, werden von den Bewerberinnen und Bewerbern positiver in ihrer Professionalität wahrgenommen. Das heißt, man glaubt, dass diese ältere Person einfach professioneller dieses Interview führt im Vergleich zu einer jüngeren Person, die exakt die gleichen Fragen stellt und sich genauso verhält. Bei der Sozialkompetenz finden wir auch diesen Effekt. Die erfahrene Person wird positiver bewertet, kann also in der Wahrnehmung unserer Bewerberinnen und Bewerber besser umgehen mit anderen Menschen als die Person, die unerfahren ist. Bei der Strenge finden wir keinen Effekt, da macht also die Erfahrung keinen Unterschied. Und bei der Arbeitgeberattraktivität finden wir zwar einen kleinen Effekt, der wird aber nicht statistisch signifikant. Das ist also nur eine kleine Tendenz. Wir können hier bei 2 von 4 Variablen sagen, wir haben einen Senioritätseffekt nachgewiesen. Die älteren Personen werden positiver bewertet als die jüngeren Personen. Und das Ganze geht natürlich mit Erfahrung einher. Also die Erfahrenen werden positiver bewertet als die Unerfahrenen. Jetzt haben wir aber ja noch weitere Variablen erhoben. Wir haben beispielsweise einschätzen lassen, inwieweit die Kleidung der Person, die ich da in diesem Video sehe, professionell ist, also angemessen ist einer Interviewsituation. Und wir überprüfen jetzt, inwieweit diese Wahrnehmung der Kleidung Einfluss nimmt auf unsere Variablen, also auf die Professionalität, Sozialkompetenzstränge und die Arbeitgeberattraktivität. Wir finden bei 3 von 4 Variablen signifikante Effekte, auch in einer durchaus nennenswerten Größenordnung, und zwar immer dahingehend, dass wenn ich sage, diese Kleidung ist der Situation angemessen, die Person kleidet sich also nicht so, wie sie sich vielleicht zum Sport kleiden würde, dann hat das positive Effekte. Ich erlebe die Person professioneller, ich unterstelle ihr eine höhere Sozialkompetenz und ganz wichtig für den Arbeitgeber, ich habe den Eindruck, dass auch der Arbeitgeber insgesamt ein besserer Arbeitgeber ist, obwohl ich ja nur eine Person aus diesem Unternehmen gesehen habe. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt uns die wahrgenommene Gepflegtheit des Interviewers oder der Interviewerin anschauen? Auch hier finden wir auf denselben Variablen signifikante Effekte. Wenn ich den Eindruck habe, dass die Person gepflegt erscheint, dann erscheint sie mir professioneller. Ich unterstelle ihr eine höhere Sozialkompetenz. Und auch hier ist es wieder so, dass der Arbeitgeber insgesamt für mich attraktiver wird, obwohl ich ja nur eine einzige Person aus diesem Unternehmen kennengelernt habe. Ja, und zum Schluss schauen wir uns auch noch den Attraktivitätseffekt an. Wir hatten ja danach gefragt, inwieweit erleben Sie diese Person als mehr oder weniger gut aussehend? Und hier finden wir 2 signifikante Effekte. Je positiver die Person bewertet wird in ihrer Attraktivität, desto sozialkompetent erscheint sie und desto positiver erlebe ich auch den Arbeitgeber. Ja, welches Fazit können wir ziehen? Wir haben belegt, dass Bewerberinnen und Bewerber auch klassischen Urteilsfehlern unterliegen, wenn sie andere Menschen beurteilen. Das ist aus der Sicht der Psychologie jetzt gar nicht überraschend. Das sind halt Menschen, die andere Menschen aus dem Bauch heraus beurteilen und dabei unterlaufen halt solche Fehler. Jetzt könnte man sagen, naja gut, wenn die Bewerber diese Fehler machen, dann ist es ja auch nicht so schlimm, wenn die Arbeitgeber solche Fehler machen. Ich denke, da gibt es schon einen wichtigen Unterschied und der besteht darin, dass die Bewerber nicht dafür bezahlt werden, gerade in der Situation rationale Entscheidungen zu fällen, wohl aber die Vertreter des Arbeitgebers. Die werden in einem Interview, in einem Assessment Center dafür bezahlt, dass sie möglichst gute, möglichst unverfälschte, faire Urteile fällen. Und da wissen wir ja auch aus der Forschung, was man machen muss, um solche Urteilsfehler zu reduzieren. Bewerberinnen und Bewerber haben nicht ein solches Methodeninstrumentarium, um solche Urteilsfehler zu verhindern, aber Bewerberinnen und Bewerber könnten kritisch nachdenken über ihre Urteilsbildung. Und das würde ich auch empfehlen, dass man nicht aus dem Impuls heraus dann unterschreibt oder nicht unterschreibt, sondern dass man sich auch nochmal Zeit nimmt und sich dann alles in allem in Ruhe überlegt, was sind jetzt Vorteile oder Nachteile dieses Arbeitgebers? Ist der wirklich für mich attraktiv, damit ich hier keine Fehlentscheidung fälle? Das war's wie immer. Ein klein wenig Literatur und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön.